Aber wir werden heute sogar zu einer halbwegs normalen Uhrzeit fertig. Es ist 23 Uhr. Noch, ja, drei BO3s. Je nachdem, wie lang die gehen. Außer Clem macht das letzte Spiel ja wirklich mega zäh. Wobei, da müsste gegen den Zerg spielen. Das ist kein Zerg mehr in seinem Bracket. Das ist nur noch Protoss in seinem Bracket. Oh ja, willkommen beim Postessen Schluck auf. Bestes Ding, was es gibt. Jo, Map Nummer 1 steht, aber es ist noch nichts Spannendes passiert. Ich muss jetzt erstmal noch das Essen kurz runterdrücken. Und dann können wir jetzt auch ins Spiel starten, vernünftig. Ich hab schon mal umgeschaltet. Jo, wir haben hier einmal in Rot der Protoss aus Dänemark. Es ist Space Marine. Und er spielt gegen den Protoss in Blau. Das hier ist Art aus Polen. BO3 PvP, ab geht's, auf geht's. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Hier darf jeder mal ran. PvP, die wilde Fahrt. Jeder kann gewinnen. Wir müssen nur genügend Geld reinwerfen. Irgendwann kommt auch mal Geld raus aus der Maschine. Ja, wir haben Probe Scout. Wir checken das einmal ab hier. Und tatsächlich Space Marine mit den Doppel-Gateways und Core auf dem Lowground und eine schnelle Expansion. Also da ist er wirklich greedy unterwegs für dieses Matchup. Also das Spiel sieht man gegen Zerg, nicht gegen Protoss, aber er zieht das hier trotzdem durch. Hatte den Nexus First begonnen und sein Gegner ja sofort mit dem Doppel-Chrono-Boost aufs Gateway. Er möchte jetzt hier resten, weil er weiß, da ist eine Möglichkeit. Problem ist, er baut Doppel-Adept. Und Doppel-Adept kann man ganz easy aufhalten. Man baut hier einen Pylon und das Thema ist erledigt. Klingt komisch, ist aber so. Weil Adepts haben noch nicht die Technologie erfunden, die sie durch Gebäude schaden lassen. Das hatte ich gestern auch schon. Wir könnten ein Upgrade machen. Okay, zuerst gibt es hier Stalker. Ich dachte mir gerade, Adepts alleine immer ein bisschen sinnlos. Ja, man könnte ein Upgrade machen für Adepts, dass sie durch Gebäude schaden dürfen. Aber wenn eben der Shade im Gebäude endet, dann sterben die Adepts. Weil sie sich nicht in einem Gebäude materialisieren können. Ha! Bisschen risky Wortgeschichte. Ja, die Schildbatterie ist dabei und sofort treibt hier Space Marine seinen Gegner zurück. Art kommt hier bisher nicht durch und er geht hier einfach eiskalt nach Twilight Council direkt auf den Darkschwein. Fuck you mit deiner Fast Expansion, Darkschwein, let's go. Ja, also Sentry und Stalker haben jetzt ein bisschen Problem, denn währenddessen gehen die Stalker hier auf die Schildbatterien. Ja, wir drüben jetzt gegen die Adepts, aber die Props aufgezogen, die Sentry ist instant tot. Nur tot geht. Sharp hier von den Adepts. Ja, Props werden mit rangezogen. Ist es wie gesagt nicht einfach zu verteidigen für Space Marine. Die Greedy Expansion hat ebenso seine Risiken in diesem Matchup. Die Props hier, momentan Space Marine hat wenig, aber er hat eben einen Doppel-Nexus. Dann geht es immer noch One-Base. Jetzt sind drei Stalker da gegen zwei. Jetzt kann das hier halten für Space Marine. Und er hat auch hier gleich den ersten Mortal mit dran. Da kommt eben der Pile noch, um sich abzusichern, um sich einzubunkern. Es fehlt einfach nur noch ein Observer. Danach ist er eigentlich safe, weil hier ist ein Pile, der möchte die DTs über den Highground warpen. Die Frage ist, kommt der Observer rechtzeitig? Es ist noch keiner gebaut worden, nur eine Mortal. Space Marine drückt hier den Ops mit an. Scoutet er hier die Ecke aus. Ihr müsst euch nur, wenn ein Stalker hier steht, sieht man das. Zieht diesen Bomb in. Das ist quasi nicht zu sehen, ganz ehrlich. So sieht das nämlich gerade bei Space Marine aus. Und da ist, glaube ich, nicht im Blick. Da laufen die DTs los. Ja, und da ist jetzt ein Dropdown und sofort Props werden gezogen. Es geht aus, der Robo wird ein Observer gekronenboostet. Hold Position, richtig schönes Hold Position hier von allen Einheiten, um hier die Props am Leben zu halten, zumindest für ein bisschen. Und auch die Adepts, die Tees davon abzuhalten, hier reinzukommen in die Mainbase. Weil das ist immer noch die Belagerung hier auf dem Lockdown. Da geht ein Pilot nach, er wird die Gateways anpowern. Aber die Robo, das wichtigste Ding, bleibt weiterhin an der Saft hier. Wenn das hier Schildbatterie hilft, nichts gegen die Tees, weil einfach die Tees one-shotten die ganze Zeit. Jetzt ist der Ops da. Da kommt ein schönes Fortschritt hier von Space Marine. Währenddessen allerdings Art pusht noch immer weiter, der die Tief versucht nochmal Props zu snipen. Davon auch nicht so knapp, es sind bisher 22 Props gestorben. Art hat inzwischen eine eigene Expansion und einfach setzt wirklich endlos Druck hier auf Space Marine an. Aber er hat jetzt die DTs geklärt und somit ist jetzt auch mal Safety Stock. Wir wissen auch jetzt, wo die DTs wechseln, haben wir auch keine Daseinsberechtigung mehr. Der Mortal wird in die Ecke geschickt, genau deswegen. Hallo Pylon, auf Wiedersehen Pylon. Also wenn ihr die DTs spielen wollt, die Map bietet sich wirklich dafür an für diesen Warp-In-Punkt. Ja, da geht der Pylon down. Immortal ist wirklich glücklich mit sich selbst. Und Space Marine, er muss im Work-Account aufholen. Er ist da mega hinten dran. Wir haben, glaube ich, kein Game-Harder. Wir haben kein
Add-on mit dabei. Das heißt, ich kann nicht die Daten genau abfragen. Und wir haben jetzt hier schon wieder den nächsten Schlag. Nächste DT ins Warprison. Guard hat immer noch die Skins an übrigens. Das hat ihm immer noch keiner gesagt. Ich habe auch nicht vor, ihm das zu sagen. Das ist sein eigenes Pech, wenn ihm irgendjemand das böse ankreidet. If it comes back to bite him, then it's his fault. Ja, der DT macht weiter. Weitere Kills. Der Stalker kümmert sich drum. Und der Rest haben wir auch. Der DT hier stirbt. Kann nicht hier gesaved werden. Ich kann nicht mal für lange Zeit jede Einheit fokussieren, weil die ständig sterben. Ist ja schlimm hier. Opperson lebt natürlich noch. Art hier, Two Base und. Ein geht's. Map Nummer 2. Wir haben einmal den Protoss hier in Rot. Es ist Space Marine. Und der spielt gegen den Protoss in Blau. Das hier ist Art. Art, 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 Art. Er führt mit 1:0. Der hat seinen Gegner so harassed, dass er gleich gegangen ist. Dass er die erste Map nicht mehr spielen wollte. Nee, ein Achievement, das man auch erstmal schaffen muss. Also das ist schon eine Leistung. Respekt an ihn dafür. Aber ja, dafür haben wir ein sehr, sehr abgekapptes erstes Game gehabt. Idra, bist es du? Idra is back, boys. Wenn er spielt Protoss, das wird im Leben nicht passieren. Jo, währenddessen die Anzahl an möglichen Spiele reduziert sich weiter. Wollte ihm einen Vorsprung geben, so kann man es aussehen. Jo, Props sind unterwegs hier auf der zweiten Map auf Backwater LE. Doppel-Adept gegen Doppel-Stalker wird hier das Opening. Space Marine mit den Doppel-Adepts direkt ins Twilight Council. Fackelt da überhaupt nicht lange. Selbst Art scoutet das hier noch mit dem Twilight Council. So schnell wird das hier gestellt. Ja, die Pop stirbt dafür. Puff, puff. Adepts kümmern sich drum. Ja, Stalker kommen auf der anderen Seite. Adepts hinterher. Währenddessen Doppel-Adept doch mal bei der Seite von Space Marine. Denn seine Probe konnte fliehen. Und Art hat einen Pylon auf dem Lowground in die... bis er sie deutet jetzt hier an, dass er eine Expansion bauen will. Und da kommt der Shade. Wird der Shade durchgezogen, ist die Frage. Shade in die Mainbase und bam. Shade ist drin. Die Adepts hier kümmern sich nicht um den Adept-Fight, sondern kümmern sich um die Probes. Allerdings, erst Adept ist down. Damit 2 Kills hier momentan und den Scout durch die Mainbase. Es gibt noch keinen weiteren Tech hier beim Protoss in Blau, bei Arc aktuell. Ja, der Adept shadet nochmal raus. Adepts fighten oder fighten nicht gegeneinander. Tatsächlich, die Adepts schäden hier einfach rein in die Mainbase. Hier ist er zur Sache. Granas, ich check den jetzt halt den Message gerade nicht. Strange. Wenn du Strangelove meinst. Parsi beschwert sich über den Screen. Jo. Wir haben 4 Adepts jetzt unterwegs für Art. Das war gerade ein sehr, sehr seltsamer Fight. 7 Props gestorben für 4 Adepts. Trotzdem, Art ist hier am Pushen. Space Marine hat eine zweite Basis. Bei Art steht die inzwischen auch bald. Es kommt eine Mortal mit dazu. Und Art mit mehr Army Supply, aber das steht halt alles drumherum. Der eine Stalker muss jetzt. Ein Stalker reicht hier nicht, um das zu defenden. Man sieht's hier. Der Stalker kriegt jetzt nach und nach auf die Schnauze und der Stalker. Nein, er überlebt hier, weil die Adepts vorher wegscheiden. Aber der Pylon kommt rechtzeitig, das heißt, die Adepts haben sie den Shade durchgezogen, der Stalker lebt. Weitere Stalker kommt mit dazu und Art kommt hier nicht wirklich raus, gerade mit seinen Adepts. Aber er will sich einfach, er will durchbrechen tatsächlich. Er will durchbrechen durch diese Wall hier vom Pylon und der Immortal knallt jetzt ordentlich jetzt raus. Der Shade wird nach draußen kommen, damit an die Natural. Da ist eine Probe, die wird gesniped. Und der Stalker hat sich verzogen an den Watchtower, hat Angst, weil er hier nur noch 8 Hitpoints übrig hat. Ja, der Pylon wurde aufgebrochen, der Immortal geht runter, die Adepts haben keinen Shade aktiv und der Immortal hat jetzt Spaß, der knallt gleich den nächsten Adept aus dem Leben. Ja, damit sind es nur noch 2 übrig und Art hat nicht wirklich groß Damage gemacht hier mit diesen Adepts. Shade wurde auch gecancelt, Stalker steht noch immer da oben dumm rum. Dieses Spiel läuft schon ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht, bin mir noch nicht sicher, was ich von diesem Match zwischen den beiden hier halten soll, muss ich ehrlich sagen. Ich bin gerade immer noch ein bisschen verwirrt von dem ersten Game. Weil man es einfach, ich bin es nicht mehr gewohnt, dass die Spieler so schnell aufgeben.
ist schon lange her, dass ich das letzte Mal so hatte. Die meisten Spieler kämpfen vor allem im Turnier wirklich noch ums Letzte, aber Space Marine hatte da echt keinen Bock drauf. Ja, Art verliert nochmal einen Adepten hier. Geht eigentlich danach auf den Stargate und Charge und plus 1 und Immortals. Fröhlich bunt Attack bei ihm hier. Hat inzwischen Stargate, Robo und Twilight Council am Start. Bei Space Marine hingegen haben wir das Twilight Council. Ja, steht hier mit Robotics Facility mit dazu. Doppelgate wir nochmal hinterher. Beide haben eine Natural. Warp Count ist ziemlich gleich bei den beiden. Und momentan Army Komposition 2 Mortals, 4 Stalker, 3 Sentries bei Space Marine und 1 Mortal, 1 Adapt, 2 Stalker, 2 Sentries bei Art. Es kommt ein Warpress mit dazu. Space Marine mit den neuen Gateways möchte ja doch ein bisschen mal Druck ausüben. Ja, aber das wird ja eben alles gescoutet. Die Phoenix Hallucination sieht hier halt wirklich alles, ist schnell unterwegs. Ja, wird auch nicht geklärt hier. Trotzdem, Space Marine drückt einfach mal nach vorne mit seinen Einheiten, hat gleich noch Blink ready. Kriegt eben noch mehr Gateways online, das ist insgesamt hier plus 3, 5 Gateways sind dann am Start. Und eben Blink auf den Stalkern, 2 Immortals. Währenddessen ist sein Gegner baut eben auch Immortal. Und es momentan 1 zu 2 tatsächlich. Mehr Immortals, aber eben defensiv Schildbatterien sind immer unterschätzt man gar nicht in einem Engagement. Schildbatterien können wahnsinnig viel ausmachen. Momentan Space Marine chillt hier einfach, da kommt der nächste Warp in Unstalker. Und jetzt möchte ich hier tatsächlich mal pushen. Er hat weniger Worker. Art hat inzwischen mehr Probes gebaut. Aber eben dafür mehr Army vorhanden bei Space Marine. Aber kann er das vernünftig umsetzen? Wenn dessen, ja. Werden hier bei dem Mod Charge und plus 1 noch nicht ganz fertig für Art. Und es geht einfach drauf. Hier ist Bots kommen auf beiden Seiten. Die Stalker mit Blink und dem Warpers mir halten sich am Leben. Wollen hier zurückgezogen. Und die beiden disengagen hier erstmal wieder. Aber es wird hier weiter Druck ausgeübt. Die Cells kommen wieder mit ran. Aber jetzt ist Charge ready für Art und gleich eben auch plus 1. Deswegen macht trotzdem weiter Druck. Die Schildbatterien hauen hier Energie raus. Nächste Variant Forces kommt richtig schön in Forces hier von Art, muss man sagen. Trotzdem, momentan Space Marine drückt sich einfach aggressiv rein. Charge ist durch, plus 1 Attack ist durch. Reicht das hier für Art? Der momentan sieht so aus, er treibt hier den roten Protoss zurück. Der lädt nochmal ins Wobblesen, keitet hier nach hinten. Es sind nur noch die beiden Immortals hier am Leben von Space Marine. Das heißt, da geht noch viel Schaden raus. AW 3 Immortals momentan am Start für Art mit plus 1 Attack Upgrade. Zellets sind wieder mit dabei. Die Sentries hier laufen panisch weg. Da kommt nochmal die Schildbatterie zum Einsatz. Abu aktuell hier weiter das nach vorne pushen von Space Marine. Aber er droppt hier weiter bei dem Supply. Hat den schlechten Worker Count zu Hause und seine Army wird nach und nach ausgerieben. Er hat den. Die schlechteren Upgrades und somit der verliert jetzt hier mehr und mehr. Das Warpressen ist jetzt hier noch am Start. Aber sowohl in Phoenix Support als dieses Warpressen wird auch nicht ewig leben. Und somit, ja, Space Marine, das sieht nicht gut für ihn aus hier. Er verliert nach und nach die Einheit des Stalker, versucht mal den Phoenix irgendwie zu klären, aber keine Chance. Die Schildbatterie tut mal übrigens. Da kommt der Recall auf die Einheiten. Der Immortal stirbt nochmal auf dem Rückzug. Und somit hier, das Orca hat in dieser Zwischenzeit auch noch 5 Kills mitgenommen an dieser Basis. Da kommt nochmal Stalker mit ran. Blinken jetzt vermutlich gleich drauf. Ja, auf das Oracle kriegen das hier mit einem weiteren Volley. Ja, das geht drauf. Und somit Space Marine klärt das Oracle, hat den schlechteren Worker-Count, schlechteren Army-Count, geht jetzt, okay, wenn behind Dark Shrine. Simpel und einfach erklärt. Die Tees sollen es jetzt hier werden. Dritte Basis kommt für Art. Und er ist halt in einer viel besseren Position. Plus 2 Attack ist unterwegs. Sein Gegner hat noch nicht mal eine Forge. Okay. Ja, Doctor Strange. Und er hat Doctor Strange laufen, aber das war gerade. Ich konnte das irgendwie aus der. Weiß nicht, hab gerade nicht so weit gedacht. Doctor Strange kenne ich. Gesehen habe ich ihn allerdings nicht. Oder nicht wirklich. Glaube ich, fetzen davon. Weil ich schaue nicht so viele Filme. Also ich bin mir nicht sicher, auf was du gerade referenzierst. Auf irgendwas referenzierst du, ich bin mir nicht sicher, auf was es ist. Weil ich mich auch schon wieder voll vergessen habe, was ich vor 6 Minuten erzählt habe. Das ist auch das. Das ist das nächste Problem. Es ist immer schwierig, wenn man nicht mehr weiß, was man direkt gesagt hat und dann 3 Minuten später das Feedback kommt. Das ist nicht so ganz einfach. Ja, Stalker blinkt hoch mit Hilfe des Warpressens. Highland ist down, ein Gateway ist unpowered. Währenddessen die Army von Art setzt sich in Bewegung. Plus 2 Attack wird nach und nach ver. Ja, es ist halt echt gleich plus 2 Attack, ready. Stalker blinkt jetzt hier gemütlich nach unten. Ja, evakuieren hier wieder. Währenddessen läuft ein DT rein in die Basis. Das ist eigentlich eine Cannon. Und die Cannon hier, ja, kurzer Prozess mit dem DT, gar keine Chance. Space Marine inzwischen 30 Supply down. Worker Count hat er wieder aufgeholt, nimmt eine dritte Basis, aber eben seine Army-Komposition ist, nein, einfach nicht gewappnet für den nächsten Fight. Immortals hier, ja, auf die Stalker hier, während das nicht drüben, der Pylon wurde gefunden. Salad kümmert sich darum, plus 2 Attack Salad. Haut auf den Pylon drauf und ja, nicht mehr lange dauert es, dann ist der tot. Und ja, der Phoenix versucht nochmal das Warpressen zu snipen, hat das auch beinahe hier geschafft, das hat kaum noch Hitpoints übrig. Dafür stirbt eigentlich der Phoenix, Blinkstalkers sind aktiv. Trotzdem Space Marine hier immer noch, er kämpft gegen ein Defizit. Und da ist ein gegnerisches Warpressen, das will mit Zellets hier rein. Die Army ist in der Nähe,
Nein, ist nicht. Wo soll es die Army von? Das ist die Army, Entschuldigung. Die Stalker sind die Army. Ich habe mich gerade gewundert, ob da noch irgendwo Rest rumsteht. Aber nein, das ist alles hier. Und die Zealots sind hier schon dran. Blink kommt nach hinten. Die Zealots wollen auf Stalker Nummer 1, wollen auf Stalker Nummer 2. Ja, und eben plus 2 Attack ist drauf. Und das macht sich bemerkbar. Die Stalker stürmen einfach nur weg. Währenddessen viele Stalker aggressiv gehen rein in die Natural. Schildbatterien tun nochmal alles. Währenddessen hier, wo zur Hölle. Okay, Art hat seine Army gerecallt hier an den dritten Nexus. Jetzt geht sie drauf auf die Stalker von beiden Seiten. Aber die Stalker stürmen hier einfach nur weg. Wollt einfach nur zerfetzt hier die Saatzellets mit plus 2 zerreißen. Einfach alles. Die Stalker versuchen hier irgendwie sich durch die Basis zu manövrieren. Aber es sind halt nur noch 4 Stalker übrig. Doppeltes Supply inzwischen von Art gegen Space Marine. Die Zealots hier sind noch immer am Start. Reißen gerade die dritte Basis ab. Das ist gelaufen für Space Marine hier. Die plus 2 Protoss Army hier von Art macht einfach alles kaputt. Es kommen nochmal Disruptor. Aber nicht sicher, ob die noch groß was bringen. Es sind richtig viele defensive Schildbatterien. Aber der dritte Nexus ist einfach tot. Dank Warperson. Somit. Space Marines Economy ist, ja, gebrochen. 45 Props zu 50. Art hat die dritte Basis. Hat plus 3 unterwegs. Plus 1 wird fertig werden für Space Marine. Aber ultimativ hier sehe ich wenig Chancen für Space Marine, das irgendwie zu halten. Selbst wenn die Traumkugeln kommen hier von den Disruptoren, glaube ich nicht, dass das was wird. Doppeltes Supply einfach. Und das Army Supply ist halt mehr als nur doppelt. Das ist mehr als dreifach momentan. Ja, Art stellt sich hier auf, 150 Supplies, gerade Supply capped, wartet auf sein plus 3 Attack Upgrade vermutlich noch und dann geht's einfach drauf. Und hier, ja, 4 Disruptors sind am Start und wir warten auf die glorreiche Connection der Disruptor. Nein. Er hätte eine gute Connection gebraucht, die war noch nicht schlecht, aber nicht so gut, wie es gebraucht hätte. Und somit, da hier, wir sehen dem Ende von Space Marine. Ich glaube nicht, dass das noch irgendwie halten kann. Da geht's einfach mal rein und, ja, da muss man nicht viel zu kommentieren, oder? Die Probes sterben, sind im Fight. Die Disruptors können nicht mehr schießen. Die Stalker sterben weg. Space Marine, das hat sich erledigt. Da ist raus. Art macht das hier mit dem 2:0. Geht in die nächste Runde. Auf den Film, Dr. Strange. Okay.